Pilot, Major Anderson ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Präsentation. Danke. Durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen, nämlich den Fortbestand der Menschheit. Ja, Pilot, kann ich Ihnen helfen? Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ich rate zur Vorsicht, bis wir genauere Informationen haben. Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Keiner dieser Überreste entspricht Major Andersons Profil. Vielleicht lebt er noch. Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Du Glückspilz. Kasmus. Sein. Sie sollten ihn zu Analysezwecken bergen. Anderson ist tot, aber ich habe seinen Helm. Im Gegensatz zu ihm scheint er intakt zu sein. Gut, bringen Sie ihn zu mir. Dann kann ich prüfen, ob er wichtige Daten enthält. Okay. Wenn Sie mir den Helm aushändigen, kann ich ihn analysieren. Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Wir haben vor zwei Wochen einige Funksprüche der INC abgefangen. Sie haben auf Typhon etwas gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Handgelenkgerät, das wir während Operation Grizzly geborgen haben, müsste sie schützen. Die INC hat Kuben Blisk und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Und Anderson? Sie wissen, wie gerne ich Todesberichte schreibe, also ziehen Sie das nicht alleine durch. Die SRS ist ein Team. Die Daten, die Major Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Andersons Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. Was sollen wir jetzt machen? Die Mission wurde aktualisiert. Ich habe einen Riss im Security-Gebäude entdeckt. Verschaffe Ihnen jetzt Zugang. Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät.
verfügt möglicherweise über Tarnvorrichtung. Verstanden. Laserfelder sind online. Eingreifteam ist unterwegs.